Und was halt auch gut ist, ich habe nicht so einen scheiß Ping wie beim letzten Mal. Aber am Anfang der Aufnahme hat's den. Ja, hab schon im Internet auch noch ein bisschen was gemacht. Achso. Was, am Anfang der Aufnahme? Nee, Anfang, wo ich drauf kam. Muss noch gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Wir müssten jetzt gleich demnächst in Folge 398 wechseln. Weißt du, was da jetzt? Was jetzt so? Auf jeden Fall. Nee, das reicht nicht. Ach, ich wollte mal raussuchen, wann das LBT losging. Ach, scheiße. Kein Verlass auf dich. Deutschen jetzt. So, Steine. Ich glaube, irgendwann im Juni haben wir gestartet damit. Ne, im Juni ging, ging der Channel online. August, Oktober, glaube ich, ging das Let's Play los. Das wäre schlimmer. Irgendwie so in der Dreh müsste es sein. Was schnell schaffen wird, sind die Brückenpfeiler noch zum Sebastian. Also das hätte ja der Sebastian auch machen können, aber der war ja nicht. Oder ist er nicht da heute leider? Falls ich doch. Haben wir das schon erklärt, dass er nicht da ist? Glaub's nicht. Warum ist er da? Ist der Sebastian nicht da? Weil er sich einfach nicht gemeldet hat. Das ist die einfachste Begründung. Daniel, bist du noch da? Vielleicht muss er gerade gehen oder so. Korrekt. Gab's nicht Anschiss von mir nach der letzten Aufnahme? Gestern Ich höre quasi. mich doppelt. Jetzt nicht mehr. Das tut mir wirklich leid für die letzten paar Aufnahmen. Oder eigentlich tut es mir nicht leid, eigentlich müsste jemand anders leid tun, dass er euch die ganze Zeit mit Heyday und allen anderen Scheiß genervt hat. Der sollte nicht da. Doch, der ist Weiß da. da. Test? Echt? Ach, Daniel. Daniel. Ich höre mich selber bei dir. Hast du ne? Doch! Der schreit doch nicht so rein. Ist das. Wieso musstest du eigentlich. Dein Kopfhörer oder dein Lautsprecher woanders haben oder nicht am Ohr haben. Kann man das ne ans Ohr Da machen höre ich können? meine Umwelt nicht. Die muss er doch nicht hören. Ich höre mich immer noch selber. Wirst so zwitschern. Nee, das höre ich nicht. Ich höre mich nur selber. Dann sag mal leiser. Jetzt wollen sie nicht. Doch. Nee, ich höre mich nur selber. Das ist Qualität unter aller Sau, ja. Mit dir. Die Let's Plays, die werden so qualitativ hochwertig, wenn du die nicht versauen würdest. Genau. So, jetzt baue ich oben einen Weg. Ich habe mir nämlich überlegt, hier oben den Weg zu bauen bis zum Tannenbaum. Der im Weihnachtsspezial übrigens entstanden ist, wer es vergessen hat. Oh, ich habe eine Idee für die Folge 400. Ich tue ganz am Ende ein paar Fakten einblenden, wann das Display losging, wie viele Minuten es insgesamt sind.
Im Nachhinein. Ja, nach der Folge 400 dann halt noch ganz am Ende. Auch eine Idee. Wie viele Minuten wir für euch Unterhaltung gedreht haben, das sind bestimmt ein paar Stunden. Was denkst du, wie viele ungefähr? Insgesamt 200? mit allem drum und dran. Für alle LPT Minecraft-Folgen. Ach, nur LPT. Na, wenn man rechnet, 200, 400 mal 10 ist wie viel? Krieg selber hin. Vierhundert mal 10. Ich tu mal hier den Rechner öffnen vom anderen Laptop. 400 mal 10 sind 4000. Oh. Ich glaube, jetzt habe ich verstanden, was du meintest mit kriegst du selber hin. Das sind 66 Stunden. Ist Ist ja schon ganz schön. was. Ja, und ich habe jetzt nur mal 10 gerechnet. Muss ja mal denken, am Anfang waren die Folgen 12 Minuten lang, teilweise waren die immer 15 Minuten lang. Stimmt. Weil wir hatten am Anfang, stimmt, am Anfang hatten diese Kurven 12 Minuten 40, falls sich jemand daran erinnern kann. Das waren noch Zeiten, 12 Minuten 40. Du bist halt auch ganz schön ruhig. Ich bin Bist so du müde, konnten. das glaubst du gar nicht. Einmal. Jetzt höre ich mich schon wieder bei dir. Ich müde dich schon immer, wenn ich fertig bin mit Reden. Eisekalt. Gibt es denn so für aktuelle Themen noch? Eigentlich aktuell. Steinfall. Macht das jetzt wieder Spaß? Du hast ja heute früh umgezockt. Zwar aus Versehen. Aus Versehen? Hat so den gleichen Gedanken wie ich, wo ich nur hab ohne Rechner angemacht habe und gedacht, zockst du erstmal. Habe ich gesehen, oh, Daniel spielt. Hab versucht mitzuspielen, ging mir. Ich habe dann auch erst hat die Einladung gesehen. Ich hab's. Ne, vorher beachtet. Sabo, du kriegst ja gar keine Meldung in-game. Und ich konnte ja überhaupt nicht nachschauen, das war die Scheiße. Ja, ich wusste aber auch nicht, dass deine Einladungen da waren. Ich wusste gar nicht, dass. Dann hätte ich ja rausgehen können, dich einladen und so weiter. Aber das wissen wir ja alles nicht. Nachher ist man schlauer. Immer so. Läuft. Welches Level bist du jetzt? Bei Titanfall? Ich glaube 40. Willst du jetzt wirklich auf G50 auf Level. Auf G50. Schön wär's. Auf G3 aufleveln oder doch nicht? Das wäre schon eine. Vielleicht spiele ich schon erstmal eine ganze Weile G2, bis es dann halt doch irgendwo mal wieder dann keinen Spaß mehr macht und dann mal gucken. Also ich find's schön. Das ist für mich irgendwie eine Herausforderung, das mal zu schaffen. Immer mit anderen Waffen zu spielen. Sonst spielt man wirklich bloß mit den gleichen immer. Aber die Rucksackladung und die Ey, die Scheißdinge. Rucksackladung ist voll geil. Wenn du das Ding dann noch hast, dass es automatisch explodiert, nachdem du tot bist, Aber das dann ist noch stimmt nicht. besser. Also verminst du alles um dich rum und wenn dich einer killt, stirbt der andere mindestens mit. Ja, theoretisch schon. Da ballerst du alle um und wenn du es mal nicht schaffst, dann knallt es um dich. Aber das Level musst du ja auch erstmal erreichen. Na gut, bis dahin kannst du ja ganz normal spielen.
Die Plasma Railgun, die geht auch, wenn man sich dran gewöhnt. Du hast dann, wenn du 10 Titans killst, hast du die Möglichkeit, dass du ohne Aufladezeit immer schießen kannst. Dann ist auch der Schaden nicht mehr so hoch beim Gegner.